Willkommen zurück bei XCOM 2. Mein Name ist The Gentleman und wir haben eben gerade eine ziemlich verrauschte Nachricht unter Umständen von Dr. Valen aus Teil 1, vielleicht auch von wem anders, der einfach nur so ähnlich klang, gehört. Und wir haben ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster für eine Untersuchung. Dann sollten wir doch mal uns an die Thematik ransetzen. Avenger berechnet neuen Kurs. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Das klingt doch gut. Es ist ein Schnelleinsatz in Vorbereitung, Informant beim Widerstand ist in Vorbereitung und noch ein verdecktes Ereignis. Ich glaube, das decken wir auf. Und ein UFO jagt die Avenger. Erstmal ignorieren. Ich registriere eine Vielzahl von ungewöhnlichen Energiesignaturen in diesem Gebiet, Commander. Ich messe Energieschwankungen, starke Hitze, psionische Aktivität. Alles Zeichen eines möglichen Kampfes. Wir sollten uns beeilen. Commander, Sie und ich wissen, wie wichtig Valen für unsere Bemühungen war. Sie war unsere leitende Wissenschaftsoffizierin, eine unserer wichtigsten Ressourcen. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich diesen Einsatz gerne persönlich leiten. Ich habe Sie aus den Klauen von Advent befreit. Vielleicht kann ich dasselbe für Valen tun. Das klingt dann nach einem Plan. Operation Königsbestie. Herhören, Leute. Ich übernehme persönlich die Leitung dieses Einsatzes. Wir suchen nach jemandem. Einem der brillantesten Köpfe, die XCOM je gedient haben. Ich weiß nicht, was uns da unten erwartet, aber ich weiß, dass sie da draußen ist und nichts wird uns aufhalten. Commander, ich rate dringend dazu, unsere Truppen mit den spezialisierten Waffen auszustatten, die wir geborgen haben. Ihre einzigartigen Fähigkeiten könnten von unschätzbarem Wert für diesen Einsatz sein. Guter Einwand, Doktor. Zu den Waffen. Bradford könnte ganz gut ein Dings da gebrauchen. Ein Medpack. Achso, nee. Der ist kein Spezialist. Der ist genau wie sie. Nahkämpfer. Ranger. Dann wird sie Aushilfsmedic sein müssen.
Und rein in Einsatz. Man ist bereit für Einsatz. Ich beobachte die Energiesignaturen, die wir nahe dem Zielgebiet entdeckt haben. Dabei habe ich mögliche unterirdische Aktivitäten entdeckt. Starke Interferenzen überdecken das Gebiet. Die Sensoren können die Felsoberfläche nicht durchdringen. Valens Signal empfangen wir dennoch klar und deutlich. Ich rate zu erhöhter Wachsamkeit, Central. Die biologischen Messwerte in diesem Gebiet sind verwirrend. Neben mehreren Arten von Alien-Fauna... Moment, Doktor. Wir haben hier etwas. Die Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Sie müssen sich beeilen. Nehmen Sie das und finden Sie Bradford. Das war Valen. Leider hat Ihr Freund es nicht zum Evakuierungspunkt geschafft. Ich hatte gehofft, meine Vorgängerin unter weniger extremen Umständen treffen zu können. Nichtsdestotrotz konnte ich Ihr Signal zu einem Gebiet ganz in der Nähe zurückverfolgen. Gut, weisen Sie mir den Weg, Doktor. Je vais tout de suite. Wir haben hier unten jede Menge Schädel. Menschliche Schädel. Hier hat jemand kräftig dekoriert. Okay, je bouge. Vipern. Warum müssen es ausgerechnet Vipern sein? Auch wenn ich Ihre Vorbehalte hinsichtlich dieser Spezies teile, ist an diesen Kreaturen irgendetwas anders. Sie wirken beinahe unterentwickelt. Vielleicht ein frühes Entwicklungsstadium oder eine Art Vorläuferorganismus. Hauptsache, sie sind nicht kugelsicher. Bin schon dabei. Central, ich konnte Teile von Dr. Valens persönlichen Forschungsaufzeichnungen retten. Ich leite Ihnen gleich alles weiter, was mir zur Verfügung steht. Teste? Systemdiktat. Dies ist Dr. M. Valen. Erster Eintrag. Es hat länger gedauert, als ich zugeben mag, aber das sekundäre Energiesystem ist endlich einsatzbereit. Zumindest so weit, dass ich mich dringenderen Aufgaben widmen kann. Dann krieg ich doch mal hier Aliens. Ça se voit tout de suite que je gère. On s'est fait griller. Und dann den anderen gleich auch noch. Vous avez vu ça? Mir entgeht nichts. Servos auf Maximum. Ziehe los. Gebe Feuerschutz. Thank you.
Versuch, Materialien aus einem scheinbar völlig inaktiven Aufbewahrungssystem zu bergen, habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Eine einzelne Kryostasis-Einheit war noch intakt und belegt. Das ändert alles. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Je vous impressionne? Position. Krabauts. Feindliches Ziel erledigt. Dann kannst du erstmal die Deckung geben. Bin schon unterwegs. Und du auch. Feuerschutz bestätigt. Das scheinen die Ruinen eines Alien-Gen-Labors zu sein. Angesichts der schweren Beschädigungen an diesen Sicherheitszellen kann ich nur spekulieren, welche Arbeit hier verrichtet wurde. Hat sie etwa hier gelebt? Was zur Hölle hatten sie nur vor, Wahlen? Bald zu Sie, Chef. Schon unterwegs. Nachgeladen. Maximaler Schub bestätigt. Und hopp, 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 hopp. Ich habe das ausgehende Signal umgeleitet. Die Einheit muss durch die hier stattgefundenen Kämpfe beschädigt worden sein. Das hier ist die vollständige Nachricht. Extreme biologische Gefahren bevölkern dieses Gebiet. Genetisch verbesserte Alien-Spezies in diesem Gebiet stellen für die Zivilbevölkerung eine besondere Gefahr dar. Nähern Sie sich diesem Gebiet unter keinen Umständen. Der Kontakt zu diesen Lebensformen sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das ist keine Nachricht. Das ist eine Warnung. Rücke vor zum Ziel. Das ist nicht gut. Rücke aus. Scheint, als hätte Wahlen jede Menge Hilfe gehabt. Wo hat sie diese Leute gefunden? Bien compris. Got it. So, auch du kommst hier mitten nach vorne. Bin schon dabei. Tempo. Biologische Signaturen nähern sich ihrer Position. Die Sensoren spielen verrückt. Ich kann sie nicht orten. Wie viele Signaturen, Doktor? Das kann ich noch nicht sagen. Meine Position wurde kompromittiert. Ein Hinterhalt. Bereit machen, Leute!
Arzt. Erfolg! Ich konnte die Genblocker aus der DNA der Exemplare entfernen, sodass ihre unterdrückten Eigenschaften sich nun entfalten können. Auch wenn Subjekt Alpha und Beta sich sehr vielversprechend entwickeln, finde ich dennoch Subjekt Gamma am faszinierendsten. Schloss in Grenade! Schön, wenn theoretisch bei dem Schaden angezeigt werden und nur einer Schaden bekommt. Cool, ich kann durch die das Fenster. Feind neutralisiert. Schwerthieb, Sturm und Schuss. Ich übersteuere das Ganze. Opferzahl erreicht. Zielangriff gescheitert. Minimale Munitionsmenge übrig. Wieder zwei aus dem Rennen. Ich will mal hoffen, dass es nicht zu tödlich wird. Central. Ich registriere keine zusätzlichen Signaturen mehr. Verstanden. Schalten wir sie aus und dann suchen wir Wahlen.
schönes Ding. Nicht nett. Alpha und Beta beide weiterhin gesteigerte und zum Teil unberechenbare Variationen der traditionell bei ihnen beobachteten Verhaltensmuster zeigen, hat sich Subjekt Gamma zu etwas völlig anderem entwickelt. Hinter diesen Augen verbirgt sich eine Intelligenz, die ich in dieser Form noch nie bei einem anderen, unveränderten Exemplar dieser Art beobachten konnte. Und Streifschuss. Ziel eliminiert. Ich brauche Munition. Okay. Du bist erledigt. Daneben trotzdem gekillt. Ich habe schon so gut wie alles getötet, was läuft oder kriecht. Spuren von menschlicher DNA aus dem Innern der Einrichtung. Möglicherweise von... Lade nach. Ärger nicht meine Leute. Vigilance.
mit der Ruhe. Das wird schon. Whatever you say. Scanning. Zu Befehl. Melde mich zurück. Habe das Gebiet im Auge. Das Ausmaß, mit dem die Ältesten in die genetische Struktur der ihnen untergebenen Rassen eingreifen, kennt keine Grenzen. Mir ist aufgefallen, dass dies das erste männliche Exemplar dieser Spezies ist, das mir je untergekommen ist. Ist dies eine Form der Bevölkerungskontrolle? Oder gar noch mehr? Ist dies das Schicksal meiner eigenen Spezies? Nicht, wenn wir es verhindern können. Got it covered! Gibt's hier noch mal ein bisschen Deckung? Rücke vor! Wird so ein bisschen Deckung geben. Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Commander, manchmal wünschte ich mir, Sie wären hier, um meine Ambitionen im Zaum zu halten. Subjekt Gamma ist entflohen. Ein Erdbeben hat einen winzigen Riss in der Sicherheitszelle verursacht. Mehr hat die Kreatur nicht benötigt. Es hat das Metall zertrümmert und wie Glas zerbrochen. Oder wie eine dünne Eisschicht. Verdammt, Wahlen. Was haben Sie getan? Je dois pouvoir faire ça. Hauptsache nachladen. C'est bon. Stehen, frage ich mich manchmal, ob ich meine Bemühungen lieber auf ein Subjekt hätte konzentrieren sollen, statt der drei, die sich nun in meiner Obhut befinden. Nur wenige meiner Angestellten fühlen sich im Sicherheitstrakt wohl, sodass ich selber stets wachsam sein muss. Dennoch überwiegen die möglichen Vorteile bei weitem alle Bedenken. Auch wenn ich zugeben muss, dass das Unbehagen in der Gegenwart von Subjekt Gamma ziemlich ansteckend ist. Maximale Reichweite. So schnell ich kann. Central, ich messe einen gewaltigen Temperaturabfall direkt vor Ihnen. Eine solch starke Diskrepanz widerspricht jeder natürlichen Erklärung. Irgendwas sagt mir, dass das nicht unser größtes Problem sein wird, Doktor. Irgendwie habe ich auch die Befürchtung. C'est comme vous voudrez. Viens par là. I can handle that.
Quatsch. Bin dabei. Gebe Feuerschutz. Bewegung wird ausgeführt. Gebiet wird gescannt. Bin auf dem Weg. Scanne Gebiet. Fischer hat sich auf den Weg gemacht, um die Kreatur zu suchen. Ihr verdammter Heldenmut. Sie hat keine Spur von Subjekt Gamma gefunden. Dafür aber ein Gelege entdeckt. Ersten Untersuchungen zufolge sind die Eier reptilischer Natur. Wenn Gamma sich tatsächlich fortpflanzt und auf irgendeine Weise mit anderen seiner Art kommuniziert, sind wir verloren. Come get some. Zu Befehl. Scanne Gebiet. Annäherung. Scanne nach Zielen. Nichts wie weg hier. Bin dabei. Hier ein bisschen zu langsam vorrücken als zu schnell. Das Doofe ist, dass wir erstmal hier auf freier Fläche sind. Feuerschutz. Schon unterwegs. Feuerschutzmodus aktiv. Etwas Bewegung kann mir nicht schaden. Halte die Augen offen. Bald zu Sie, Chef. I'm going. I'm on it. Bin dabei. Bestätigt. Überwachung läuft. Bewegung eingeleitet. Bin schon auf dem Weg. Halte Ausschau. C'est comme vous voudrez. En vigilance. Und weiter vorrücken. C'est doable. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, Ist das Walen? Das lässt sich aus der Entfernung nur schwer sagen. Die Lebenszeichen werden überlagert von... Das dürfte wohl Subjekt Gamma sein. Walen hat einen Vipernkönig erschaffen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Übelst. Mal schauen, dass ich da so viel drauf haue, wie es nur geht. Walens Schöpfungen werden es uns wohl nicht leicht machen. Auf schnelle Bewegungen achten, wenn es die Position wechseln will. Central. Der konzentrierte Atem dieser Kreatur zeigt extrem niedrige Temperaturwerte an. Der Kontakt kann zu schweren Gewebe.
Folgeschäden führen. Gut zu wissen, Doktor. Munitionsmenge kritisch. Schadenswirkung eingeschränkt. Waffe muss nachgeladen werden. Central, ich übermittle jetzt alle relevanten Aufzeichnungen zu diesem Vipernkönig. Ich habe es gesehen. Nur ganz kurz. Im Sicherheitstrakt. Gamma. Das Objekt ist seit seiner Flucht enorm gewachsen. Und wenn der Rest des Teams mir nicht zu Hilfe geeilt wäre, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Unsere wenigen verbliebenen Späher berichten von einer gesteigerten biologischen Dichte in der Gegend. Jetzt ist klar, dass wir nicht alleine sind. Ich darf mir nicht länger etwas vormachen. Gamma kommuniziert eindeutig mit anderen seiner Art. Und dann sind da noch diese Eier. Central, Dr. Wagner's Schlussfolgerung klingt logisch. Der Vipernkönig wird weiter Verstärkungen rufen, bis wir ihn endgültig zum Schweigen gebracht haben. Sie müssen ihre Bemühungen auf ihn konzentrieren. Das ist eine Art psionischer Riss. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso Valen der Kreatur diese Fähigkeit gelassen hat. Er will sich aus dem Staub machen. Erledigt ihn, bevor er entwischt. Kritischer Munitionsvorrat. Verdammt. Er ist uns entkommen. Irgendetwas sagt mir, dass wir das Ding nicht zum letzten Mal gesehen haben.
Beim nächsten Mal müssen wir uns mehr anstrengen. Der Große ist uns zwar entwischt, aber zumindest haben wir das Gebiet endlich gesichert. Das ist nicht sie. Central, ich messe keine weiteren Lebenszeichen mehr, weder menschliche noch sonstige. Die Höhle ist gesichert. Okay, 25 Feinde gekillt. In 18 Runden, 3 Soldaten verletzt. Es geht doch für einen Einsatz. Der Spark hat richtig gut reingehauen, auch die anderen. Vor allem, dass Central relativ ordentlich mit seinem Schwert an der Hauserecke geschnetzelt hat. Okay, der Spark, wie erwartet, schwerst verwundet mit 16 Tagen. Auch Central ist schwer verwundet, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, da er nicht zum aktiven Team gehört. Auch die Verletzung hier von meiner schweren Söldnerin kann ich, glaube ich, verkraften. Regenmacher. Ausgerüstete schwere Waffen richten plus 2 Schaden an und verfügen über größere Wirkungsbereiche. Cool. Urattacke. Greife einen Gegner innerhalb der Bewegungsreichweite mit einem starken Nahangriff an. Ist beides richtig, richtig nice. Der Regenmacher, der hätte mir jetzt bei der Mission ordentlich geholfen. Aber ich glaube, eine Nahkampfattacke, die hat mir bei den Mechs im ersten Teil richtig viel gebracht, werde ich hier, glaube ich, auch nehmen. Konfrontation. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Cool. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Das klingt doch noch besser. Kettenschuss. Schieße mit einer minus 15 vermitterten Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch noch einmal drauf. Nett. Oder schwerere Granaten. Ich bleib beim Kettenschutz. Verbergen. Du kannst dich einmal pro Runde verbergen oder Aktion nach dem Sprinten. Viperleiche. Die starke Schwanzmuskulatur der Viper zieht sich auch Stunden nach ihrem Ableben noch reflexartig zusammen, obwohl die vorsorgliche Gehirnüberwachung keine Spur von höheren Gehirnaktivitäten zeigt.
Maximaler Energieverbrauch erreicht. Stimmt, dann könnte ich auch hier nochmal versuchen, den Raum freizuräumen. Ionenaxt. Oder Pilzklinge. Sind beide richtig nett. Und wir können davon zumindest schon mal 3 bauen. Dann gehen uns erstmal die Soldatenleichen aus. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Leider trifft man hier nicht viele Linguisten. Wir sind soweit, Commander. Wenn Sie einen Schädelstecker brauchen, können wir jederzeit einen bauen. Das läuft schon. Okay, 6 Mann ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Habe ich 6 Soldaten im aktiven Einsatz. Das klingt doch gar nicht mal so übel. Avenger berechnet neuen Kurs. So, mal Vorräte abholen. Okay. Neues Personal verfügbar. Setze Kurs auf Sektor 14. Ostasien. Willkommen, Commander. Ich kann einen Ingenieur rekrutieren und so weiter, blub blub. Oder wir könnten zum Beispiel Scan-Bonus Informationsbeschaffung oder Schnellbau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Investition.
Wir müssen dem Ding auf den Fersen bleiben, Commander. Allein der Gedanke daran, dass diese Testsubjekte frei draußen rumlaufen könnten, schien Dr. Wahlen extrem zu beunruhigen. Wir müssen diese Viper finden und notfalls töten. Wir sollten uns außerdem auf die Möglichkeit vorbereiten, auch den anderen beiden Testsubjekten zu begegnen, die wir beide noch nicht identifizieren konnten. Ich vermute, dass sie über ähnliche Möglichkeiten zur Flucht durch psionische Risse verfügen, sodass wir ihnen überall begegnen könnten. Also dann würde ich mal sagen, wir sehen uns demnächst und bis dahin viel Spaß, euer Gentleman.